Weniger Stress, bessere Stimmung. Wer will das nicht? Das alles können wir erreichen mit ätherischen Ölen. Guten Morgen. Ja, was wie so ein Verkaufstext klingt, ist tatsächlich Realität geworden. Ich habe natürlich schon immer realisiert, dass Gerüche einen großen Einfluss auf mich haben. Wenn ich ja einen schönen Menschen an mir vorbeigehen sehe, kann natürlich auch nicht schön sein, aber wenn sie jetzt mal ein schöner ist und er riecht dann auch noch besonders gut, dann frohlocke ich schon ein wenig und es gibt mir schon irgendwie ein positives Gefühl. Und im Gegensatz, wenn ein auch von mir aus ein schöner Mensch vorbeiläuft und er stinkt, dann frohlocke ich weniger und dann ist das nicht so schön. Auch beim Essen spielt bei dem Geschmack häufig der Geruch eine Rolle. Wir denken immer, es schmeckt besonders. Aber habt ihr schon mal sehr, sehr intensive Schnupfen gehabt, wo eure Nase zu war und ihr nichts mehr riechen konntet, da habt ihr auch nichts mehr geschmeckt. Also von daher sind Gerüche ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Lebens, auch der Lebensqualität. Und man kann das auf verschiedene Weisen einsetzen. Man kann das einreiben. Meine Mutti hat mir früher auf der Brust das irgendwas eingerieben und das hat dann total gut gerochen, irgendwie Eukalyptus wahrscheinlich. Und ja, hatte ich ein schönes Gefühl, konnte gut einschlafen. Im Essen hatte ich ja schon gesagt, aber man kann auch direkt mit ätherischen Ölen, und da kommen wir nämlich genau zu dem, was ich in letzter Zeit so ein bisschen intensiviert habe, dass man zum Beispiel einfach in eine Flasche Wasser etwas Orangenschale reingibt, da hatte ich auch schon ein Video dazu gemacht, und das Öl aus der Orange, aus der Orangenschale, da geht dann in das Wasser, das geht in das Wasser über und dann schmeckt das Wasser ja viel, viel schöner. Man kann natürlich auch, wenn man keine Orangen zur Hand hat, eben Orangenöl einfach in Tropfen reinmachen und schön schütteln und dann aromatisiert es das Wasser auch. Solche Sachen. Und ja, und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie die Aromatherapie. Gerüche werden schon seit 3.500 Jahren, ich habe da nachgelesen, seit 3.500 Jahren wird quasi Aromatherapie beschrieben. Ich habe ja immer bei all solchen Dingen immer so als BWLer immer so im Hinterkopf, ja, das Marketing, das hat uns dazu gebracht, irgendwelche Dinge gut zu finden, dass wir irgendwas brauchen, was wir eigentlich nicht brauchen. Und nein, die Aromatherapie gibt es tatsächlich schon vor dem Marketing. Und das heißt, gewisse Gerüche haben auf uns eine gewisse Wirkung und das kann ich immer wieder feststellen und das ist, glaube ich, auch unbestritten. Auch wenn wir uns erinnern, dass wir, also zumindest bei mir ist das so, dass es Gerüche gibt, die mit gewissen Erinnerungen assoziiert sind und dadurch ein gewisses neuronales Netz auslösen und man sich in einer gewissen Art gut oder schlecht fühlt von einem bestimmten Geruch. Und zwar ganz individuell, ein anderer findet den Geruch ganz anders oder in ihm löst das gar nichts aus. Das heißt, Gerüche haben eine sehr, sehr intensive Wirkung. Und ja, und entsprechend hatte ich ja schon auch schon mit Räucherstäbchen mich, viele Videos sind ja im Räucherstäbchen-Duft entstanden und deswegen habe ich heute mal das Gegenbeispiel, sozusagen die moderne Variante, das ist ein Diffusor. Den habe ich bei Silke gesehen. Ich war ja auf dem Rohkost-Potluck bei Silke Leopold. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das oben. Und da hatte sie dieses kleine Ding da dastehen und ich fand das so knuffig und so geil. Ich habe gefragt, was ist denn das? Da steht Apfelkerne drauf. Und ich sage, was ist das? Sieht zwar ein bisschen aus wie ein Apfelkern, aber das ist ein Diffusor. Da tut man einen Tropfen Öl, ätherisches Öl, auf 200 ml Wasser und dann pumpt er den ganzen Tag den Duft von diesem einen Tropfen in die Luft. Und er hat gesagt, wow, das klingt gut. Und da habe ich mich drüber informiert. Und na, wie ihr seht, ich habe das Ding ja jetzt schon jetzt bei mir stehen und es ist definitiv die bessere Alternative zu Räucherstäbchen. Räucherstäbchen haben auch ganz oft ganz viele Zutaten. Oftmals stehen die Zutaten gar nicht drauf und oftmals sind sie auch gesundheitsschädlich, weil das riecht nicht nur einfach, so ein Duft, sondern der gelangt durch unsere Lunge, in der Lunge auch in das Blut und damit auch in unseren Körper. Und dann sollte man halt schon schauen, was man riecht und entsprechend ist das mit Sicherheit die saubere Alternative, weil hier passiert nichts anderes, als dass das Wasser und das Öl quasi erhitzt wird, vernebelt wird und in die Luft gegeben wird. Und wenn man natürlich ein hochwertiges Öl hat, ein ätherisches Öl zu 100% natürlich und idealerweise aus Erstpressung, weil es dann auch intensiver ist und biologisch, auch ohne Pestizide, dann hat man natürlich auf jeden Fall eine ganz, ganz gesunde Variante. Und dann habe ich mich natürlich informiert,
natürlich den Diffuser als erstes dann angeguckt und ja, und da gleich sofort ja, festgestellt, das ist so, ja, einfach, das stimmt alles. Das ist wie bei Proviant, wo ich das erste Mal bei Proviant bestellt habe, so mit viel Liebe und so die Energie, die so in so einem Produkt steckt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Schaut ihr nur auf die harten Fakten bei so einem Produkt oder schaut ihr auch das Unternehmen, was dahinter steht und die ganze Liebe, die vielleicht dran da mit ist? Also, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das sind hier so handgemalt, so Zeug drauf. Ist total schön. Übrigens, der Vorteil von dem Ding ist auch, dass das Ding zu ist, weil ich habe mich natürlich auch informiert, aber das Ding ist zu und die meisten von diesen Diffusern, die sind oben offen und wenn es umfällt, dann ja, fließt halt alles raus und das ist halt, ja, das Ding ist halt entwickelt, das ist so ein Innovationsding von einer deutschen Frau, wohnt irgendwo in München, in Bayern auf jeden Fall und ja, und die hat das halt explizit auch kinderfreundlich gemacht, dass eben geschlossen wird, dass es nicht heiß ist, dass es total leise ist, zumindest wenn es gerade steht, also wenn es irgendwo so schräg steht, dann gibt es Geräusche von sich, aber wenn es gerade steht, ist es halt ja auch total leise und ja, hat auch so gute Nachtlicht. Wir haben eine Verkaufsveranstaltung. Da kann man hier so, wenn man drauf drückt, das hat so verschiedene Farben. Ich sehe die Farben natürlich nicht so, wie ihr sie seht, wisst ihr, aber es sind verschiedene Farben und für mich wirkt das natürlich auch unterschiedlich. Und ja, und da kann man das so machen, kann man ausschalten. Also man kann auch nur die Farben, also wenn man so gut Nachtlicht machen möchte, kann man nur die Farben ohne Duft und man kann den Duft auch ohne Farben. Und dann kann man das so dran drücken, dass so verschiedene Farben ineinander übergehen. Das ist schön. Und es hilft meiner Stimmung. Also von daher, und das nicht durch den Konsum des Produktes, auch sehr wichtig, sondern das Produkt an sich hat tatsächlich durch das Verdampfen der ätherischen Öle, also auf diese Farbe, hätte ich als Farbenblinder natürlich auch verzichten können, aber ich sehe da, wo es hier steht, direkt an meinem Arbeitsplatz hier und ja, das ist halt ein sauberer Duft und da kann auch die ganze Zeit laufen und finde ich halt einfach total gut und also so Düfte, ätherische Öle haben halt einen Wahnsinns Einfluss in unserem Leben und oftmals ist es gar nicht in unserem Bewusstsein, warum wir etwas mögen oder nicht mögen. Das liegt häufig am Duft, ihr kennt das selber, im zwischenmenschlichen Bereich, wenn man jemanden riechen kann oder wenn man jemanden nicht riechen kann. Das ist essentiell. Und ja, also das als kleine Inspiration heute mal, die Düfte. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt noch mehr und intensiver reinlese, Aromatherapie und so weiter, oder ob ich das einfach so an diesem Punkt einfach mal stehen lasse, dass so Düfte eine sehr, sehr große Wirkung haben und dass ich halt da einfach ja, experimentiere damit. Ich habe ja auch mein Video ist übrigens zum Parfüm selber herstellen, das bestgerankteste auf YouTube. Wenn man eingibt, Parfüm selber herstellen, ist meins auf Position 1. Also, wenn ihr Parfüm selber herstellen wollt, auf Grundlage von ätherischen Ölen, dann gebt das mal bei YouTube ein. Ich verlinke euch das aber auch hier in den Infokarten. Und ja, dann könnt ihr selber ein bisschen experimentieren. Also, ob ich das auf dem Level lasse, dass ich einfach experimentiere, jeden Tag so einen anderen Tropfen reinmache, Orangenöl hebt zum Beispiel total die Stimmung, kann ich bestätigen. Und ja, und dann kann man auch einen Mix machen. Und wenn man das die ganze Zeit dann so einatmet, da kann man sich auch beobachten, wie das wirkt und ja, an der Stelle halt gleich auch, das war auch so ein bisschen so der Nebengedanke bei dem Video, eure Erfahrung, habt ihr bestimmte Kombinationen, habt ihr Öle, die euch eine gewisse Stimmung versorgen, vielleicht habt ihr auch so einen Diffuser und wir können ein bisschen fachsimpeln, weil ich habe jetzt wie gesagt noch nicht wirklich lange Erfahrung, das Ding ist heute angekommen, habt ihr da Erfahrung, welches Öl besonders gut ist und welches Öl ja, euch vielleicht in eine gewisse Stimmung, welche die Konzentration steigert oder den Antrieb oder die Stimmung oder welches euch runterzieht oder irgendwas. Lasst uns da in den Kommentaren so ein bisschen über Gerüche und über Öle mal so ein bisschen fachsimpeln und Erfahrungen austauschen. Würde mich total freuen. Das Ding tue ich euch natürlich auch unten verlinken. Apfelkerne, wie gesagt, auch deutsche Firma, mit viel Liebe gemacht. Auch, ich weiß nicht, ich habe noch die Anleitung. Das ist ja alles gezeichnet und also die Bedienungsanleitung und so handgemalt alles und ja, es ist, wie gesagt, ich habe mich da auch informiert, hat auch so einen Innovationspreis, glaube ich, bekommen, aber nagelt mich da nicht drauf fest, ich habe das nur so zwischendurch gelesen, ja, einfach ja, total schönes, rundum schönes Produkt und ja, und
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht Marketing-Opfer geworden bin. Aber ich habe eigentlich echt ein gutes Gefühl mit den Ölen. Und die Räucherstäbchen, die ich jetzt noch habe, ja, ich werde es, glaube ich, ja, erstmal nicht mehr nutzen. Ich habe viele Räucherstäbchen. Aber ja, ich wollte es einfach mit euch teilen. Und ja, komm, lasst uns in den Kommentaren über Öle, über Düfte oder sonst was reden. Ob ihr auch einen Diffusor habt und oder doch lieber Räucherstäbchen nutzt und so weiter. Wir sehen uns in den Kommentaren. Tschüss.